Wow! Oh, fast aufgespießt worden. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Der C-Virus. Super, jetzt müssen wir unsere Leute umbringen, oder wie? Beine in die Hand nehmen. Boah! Alter Vater! Leck mich am Arsch. Ausnahmsweise hab ich mal den S-Rang. Jo, jetzt hast du mal den S-Rang, stimmt. Brauch nur, weil ich erstens einmal gestorben bin und Präzision was für ein Arsch war. Ich hab auch nicht so viel Genauigkeit. Ich hab meistens, ich hab meistens auf den Bauch geschossen. Bei den dicken Viechern. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Haben wir denn Schönes? Irgendwie hier nix. Gering für Erhöhung, ja, das haben wir ja eigentlich schon. Haben ja, erhöhe meine Nahkampffähigkeiten. Ja, bringt mir nix. Habe ich. Verteidigung brauche ich jetzt nicht so dringend. Ich erhöhe mal meinen kritischen Treffer. Das ist ganz sinnvoll. Und beim nächsten Mal erholen wir Schusswaffen. Ja, finde ich eigentlich ganz okay. So, ich beende aber jetzt die Aufnahme an der Stelle und wir spielen, denke ich mal, später weiter, ne? Mache ich mal ganz gute Idee. Also bis nachher. Da drücken den Flammenwerfer an. Respekt. Ja, was sollen sie machen? Piers, Sir? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von Neo Umbrella. All diese Terroristen. Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Geben Sie das Kommando zum Abrücken. Zu Befehl. So, fahren Sie zur Hölle, Wong. Da geht's hier mit, Resident Evil Kapitel 3 von nicht Leon, sondern Chris Campagna. Huch. Ach, da bist du hin. Oh, mein Nase juckt die ganze Zeit. Scheiß Pollen, ey. Ah, oh, regt mich jetzt schon auf. Hier runter? Gleich. Das mache ich gleich.
Ist hier irgendwie ein Zeichen? Ne, ich sehe hier kein Zeichen. Ich sehe hier absolut kein Zeichen. Ja gut, dann hüpfen wir mal auch runter. Na. Hui. Oh. Ist das unsichtbar? Yo. Feindkontakt. Alpha HQ, greif mal einen Feind an. Piers, Marco, alle zu mir. Ein Feind, den wir nicht sehen können. Ihr habt's gehört, Leute. Los. Los. Los, 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 los. Natürlich die beste Voraussetzung. Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht. Sag das nicht normalerweise ich. Ich darf auch mal. Die ist schon vorgelaufen, Wahnsinn. Hm? Du bist ja schon vorgelaufen. So, ja, ich bin direkt runtergesprungen. Mal darauf geachtet, um mal rechts und links zu gucken. Ich guck mich hier aber noch um, ob ich irgendwo hier Zeichen finde. Boah. Ich glaube, ich muss gleich erstmal mein Fenster zumachen, der geht gar nicht gerade. Meine Nase ist dicht ohne Ende gerade. Oh Baby, oh armes Baby. Oh, was haben wir denn hier schon? Ah, ein Spielplatz. Wie süß ist das? Guck mal, sogar ein Panda-Bär. Bär? Sieht ein wenig merkwürdig aus. Nein, ernsthaft? 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 Oh, kann man auch rutschen? Ja, dann muss hier hochklettern können. Oh ja, kann man! Echt? Man kann rutschen? Nee, nicht wirklich. Aber man kann hochklettern. Ich kann hier. Ja, kannst du rutschen? Hui! Jeha! Wie machst du das? Ich kann das nicht. Ah, jetzt. Guck mal! Ach, du machst das auf dem Bauch! Ha! Putzig! Warte. Ich mach's jetzt mal, warte, so. Ui! Mit Anlauf runter. Und dann rutschen gleichzeitig. Leertaste und kurz bevor du angekommen bist, rechts. Jetzt springt mein Typ einfach runter. Ich krieg das nicht hin, ich bin zu blöd dafür. Ups. Hey. Komm, ich will nochmal auf den Panda-Bären. Ich will nochmal drauf. Ja, genau, vergewaltige den Panda-Bär. Stimmt eigentlich, ne? Ja, irgendwie schon ein bisschen. Ah, scheiße. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich muss mal kurz das Fenster bei mir zumachen. So, sollte jetzt gleich besser werden mit meiner Nase. Ich hoffe es zumindest. Ich habe jetzt mal das Fenster zugemacht, Nase geputzt und all den Scheiß. Hey, ein Bauch. Oh. Und da streckt sich jemand. Ach, guck mal hier. Ist hier irgendwo was? Hm. Sehen tue ich jetzt hier nichts. Okay. Bist du schon weiter? Ach, müssen wir. Zu zweit müssen wir aufmachen, ist klar. Ich sehe ein Zeichen. Kann ich meine Maus hier nicht verwenden? Wie soll ich denn das sonst machen, bitteschön? Was willst du machen? Vielleicht ist das mal in den Tag schmeißen. Ich kann es aber nicht rauslöschen, wenn ich meine Maus dafür nicht verwenden kann. Na klar, kannst du es rausschmeißen. Ja, wie wechsle ich von X auf Haken? Mausrad. Nee, jetzt habe ich meine Maus wieder. Mausrad geht das nicht, weil dann wechselt sie das ganze Ding. Bei mir kann ich ja mit dem Mausrad machen. Naja, die braucht da noch ein bisschen. Nee, jetzt bin ich fertig. Kann ich von hier aus das Zeichen zerstören? Da hinten habe ich doch. Jeden da Zeichen gesehen. Ach, da ist es. Oh. Jawohl, zerstört. Was? Da hinten. Ah, da. Yep. Ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal da hinkommen, deswegen. Blut. Naja, das war unser Kamerad, würde ich sagen. Du vermutest dich auch mal stark. Ich bin traurig, dass ausgerechnet der Neuling tot ist.
Ach, hätten wir auch so machen können. Nachher will ich wieder ein Horrorspiel aufnehmen. Mhm. Oh, das gucke ich mir aber nicht an. Musst du auch nicht. Ich zwinge dich nicht dazu. Okay, wir gehen rein, aber Vorsicht. Eine Handgranate. Nee, ich hatte Erfahrungspunkte. Bup. Da waren für Erfahrungspunkte für mich. Da ist ein Kraut, da ist ein Kraut, da ist ein Kraut. Mein Inventar ist voll. Wo? Warte, ich hab viel zu viele Handgranaten dabei. Ja, ich hab alle rausgeschmissen, weil ich die nicht verwende. So. So. Mitgenommen. So. Kombinieren damit. Passt. Ja. Drauf. Mach Platz hier, du fette Sau, ey. Bitte, was? Mach Platz, ey, los! Noch einmal fette Sau und ich komme durchs Mikrofon und schlag dich. Du fette Sau. So, jetzt komm ich. Kampfposition einnehmen! So. Schon sind sie das tot. So, jetzt sehr schwer. Ich bin fast umgekommen. Ja. Den tue ich hier sonst nichts, ne? Guck mal, die fette Sau drängelt sich schon wieder vor. Was soll das denn, bitteschön? Nenn mich nicht fette Sau, sonst kannst du längst alleine spielen. Das ist doch alles nur ein Spaß. Ich will aber nicht, dass du mich fette Sau nennst. Man nennt Mädchen einfach nicht fette Sau. Das macht man einfach nicht. Ach, guck mal. Wir hatten ja gar nichts drauf gehabt. Was macht der da? Ist er am Kacken? Ach nee, der sucht Deckung. Am Kacken. Ja, das sah gerade mal so aus. Warte, nicht stören bitte. Oh. Interessant, was du in der Stellung mancher Leute siehst. Ja, ne? Ist ja alles, nur nicht das, was ich sehen soll. So, die Tür machst du auf. Ernsthaft, wer kann hier runterspringen? Klar, das springt hier oben locker runter. Logik. Ja, normale Menschen würden sich alle Beine brechen. Kann ich schon, ne? Oh, da höre ich jemanden. Hinter der Tür ist jemand, habe ich schon gehört. Ich weiß, deswegen habe ich schon gesagt, du musst die Tür auf. Komm, halt. Willst du dich verwandeln? Willst du dich verwandeln, hä? Willst du dich verwandeln? Schnauze hier. Komm her, was jetzt, hä? Jetzt hast du plötzlich nicht mehr die große Fresse, ne? Ja, war klar. Warum hauen wir denen auf die Fresse schon? Sind sie leise. Mark? Ja? Sind jetzt tatsächlich ein paar Zombies? Javas? Javo-Gedünste anmeckern? Jo. Ach komm. Ach, Verwandlung hat durchgekloppt. Mittendrin unterbrochen. Hallo? Ich komme, um dich zu holen. Was da gerade für ein Geräusch gemacht hat? Was? Wie? Ich habe kein Geräusch gehört. Nee, als er getreten hat, hat er gemacht. Goofy. Genau. Er kann das aber nicht so gut. Ach, will ich auch gar nicht gut können. Boah, meine Nase schon wieder. Boah, nee. Ich raste gleich aus, ne?